Was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Und wie ihr seht, habe ich heute tatkräftige Unterstützung von DeLong. Yeah! Letzte Woche Pauline, diese Woche DeLong. Max ist immer noch im Urlaub. Gönn dir, Bruder, auf jeden Fall hart. Ansonsten, wie immer, Topics of the Week, die upcoming Releases und die Few Insights. Und auf jeden Fall bei den Few Insights dranbleiben, denn wir stellen euch unser neues Raffle-Tool für die upcoming Releases vor, damit ihr auch auf jeden Fall Bescheid wisst, wie ihr den Heat koppen könnt. Wow. Aber würde ich sagen, kommen wir erstmal zu dem, was du am Fuß trägst, Bruder. Ich trage heute den Essex Gil Kayano 5 Shibuya Lights. Hier geholt, natürlich bei EFU. Natürlich, wo sonst? Meinen Schuh ist nicht bei EFU gekauft. Ist ein Dunk Low aus 2006, meine ich. In so einem Burgundi-Rot-Colorway. Schon ein bisschen gerippt, aber Dunks kann man ja auf jeden Fall bis zur Unendlichkeit tragen. Würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit dem ersten Thema. Da geht es nämlich um Jordan Dunks. Bam! Heute mache ich mal die Einleitung mit dem ersten Thema. Wie gerade schon angesprochen, geht es um den Release Madness der Air Jordan Serie und der Dunk SB generell Dunk Serie. Und zwar kommen da jetzt diese Woche richtig, richtig viele Releases, beziehungsweise wurde richtig viel vorgestellt. Ich fange einfach mal an. Als erstes kommt der Supreme Nike SB Dunk, der jetzt gezeigt wurde. Es gibt noch kein Release Date dafür, aber Colorway ist ja, in so einem schlichten Weiß bei dem Roten gehalten, aber metallisch vorne die Toebox. Und ich glaube, zum allerersten Mal gibt es einen Jewel Swoosh auf dem Schuh. Ist das was für dich? Hast du den schon gesehen? Na, Jewel Swoosh ist nichts für mich. Nein? Find ich auch auf den Air Max 1 nicht so geil. Okay, irgendwie krass. Ich finde, dass sie wirkt so ein bisschen so nach Strassstein, Billo. sorry. Ja, jeder hat seine Meinung und ist auch vollkommen vertretbar. Denn ich glaube, dass es auch nicht für die Allgemeinheit wirklich ist, der Schuh, weil ich ist schon sehr speziell, ne? Mit diesem Jewel Swoosh, mit dieser metallischen Optik vorne dran. Egal, machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar hat jetzt Soland auf der Fashion Week, glaube ich, in Kopenhagen oder irgendwo auf jeden Fall in Kopenhagen. In Kopenhagen. Den Nike SB, was ist das gewesen? Blazer High gewesen, genau. Snakeskin Upper Frotte Swoosh hinten auf der Heel und Branding unterm Fuß. Ja. Den finde ich richtig gut zum Beispiel. Den würde ich koppen. Siehst du? Du hast richtig geiles, auffälliges. Stark. Ziemlich abgefahren und da kommen wir auch direkt zum nächsten. Und zwar hat jetzt auch Cactus Plant Flea Market sich mit Nike zusammengetan. Zum zweiten Mal kommt auch ein Blazer und zwar in der Nike by You Option. Und sie selber sagen, es gibt wohl anscheinend insgesamt 117.649 Optionen bzw. Möglichkeiten. Und das, was man auf den Fotos gesehen hat, war echt schon so ein bisschen krass. Von Frotte Swoosh zu Cord, zu Hanf, zu Schwamm-Upper, Teddy und so weiter und so fort. Schon krass, schon, oder? Sieht schon crazy aus. So sieht wie schon diese, crazy aus, oder? Wie eigentlich wie diese alten Blazer, die auch Vintage gemacht sind, wo die Zunge so raushängt, aber dann als ganzen Schuh. Ist schon, also ich, muss man vielleicht live sehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Inspiration dahinter ist so ein bisschen, dass du wirklich einfach auf einen Flohmarkt gehst, also dass Nike by You wie so ein Flohmarkt agiert und du dann quasi echt aus verschiedensten Möglichkeiten alles zusammensetzen kannst. Finde ich ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie das Ding ankommt. Ist, glaube ich, so ein Mid-Cut-Ding gewesen. Ne? Genau, so ein Chucker ist das. Genau. Laser-Chucker. Ja, gucken wir mal. Ne? Machen wir weiter mit dem nächsten. Wir sind nämlich noch nicht fertig mit der Madness. Und zwar wurde jetzt auch der Off-White Nike Dunk Low in einem Green-White-Colorway gezeigt im Internet, im www, ihr kennt das ja, mit orangenen Laces, die einmal da so mit diesen speziellen Laces drumherum gehen. Off-White-Orange, einmal um den Schuh herum. Ja, ich finde, das ist eigentlich nicht, ist eigentlich der schwächste Colorway von den dreien, oder? Der UNC ist für mich der stärkste. Ich weiß nicht. Irgendwie ist so mal was anderes mit dem Grün. Sieht so ein bisschen. Ist nicht typisch Off-White halt, ne? Ja, das so Grün, ein bisschen natürlicher, sag ich mal, mit dem Grün. Ja, erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an den Dunk, den ich heute anhabe. Ja. Aber ich glaube, so für die breite Masse ist der wahrscheinlich der schwächste. Lasst uns gerne mal einen Kommentar, wie ihr den findet oder welchen der drei ihr am besten findet. Würde mich interessieren. Ich persönlich glaube, dass der Grüne am ungefragtesten sein wird. Aber naja, kommen wir weiter und zwar zum letzten Part in diesem ersten Topic. Und zwar Air Jordan 1, auch mit Madness diese Woche. 4 Release, einer davon schon zu Ende. Der UNC Eric Kosten kam ja am Montag raus. Ist überall schon ausverkauft, wie ich gesehen habe.
Ansonsten kommt der LA to Chicago. Der war ja damals nur als Shockdrop zu bekommen bei Nike. Habe ich damit auch übrigens bekommen. Danke, Nike. Dann kommt der Tour Yellow. Das ist, dazu haben wir auch ein Unboxing gemacht am Montag. Checkt es auf jeden Fall aus. Das ist der mit dem Game Swoosh in der Seite, in der Innenseite und dann diese abgefransten Fäden, die den Swoosh andeuten. Und dann kommt noch was für die Ladies Exclusive und zwar der Bread Toe im Satur. Satur ist ja nur hinten an der Heel, ne? Genau, nur hinten an der Heel. Ja. Diese rote Applikation auf Satur. Jetzt bin ich auch völlig durch. Lasst uns, wie gesagt, gerne mal einen Kommentar, welcher euer Lieblingsschuh in der Nike SB XR Jordan SB und ohne SB Line ist. Würde mich echt interessieren. Es kommt eine Menge Stuff da raus. Für mich eigentlich so 90% gut, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, gerne einen Kommentar lassen, welcher euer Favorite ist. Ja, alles gut, außer der Jewel da. Word. DeLong hat gesprochen. Kommen wir zum zweiten Thema. Nach Drakes Cringe Dance gegen Chris Brown kommt nun sein Cringe Tattoo. Und zwar hat er sich die vier Beatles auf seinen Unterarm tätowieren lassen und ihn vorne drauf. Wow. Ganz toll, Drake. Wirklich ganz toll. Das Tattoo habe ich jetzt mir auch heute Morgen noch reingezogen. Das ist ja tatsächlich dieser Famous Walk, genau, über den Zebrastreifen. Und er steht davor und führt die so an. Ein bisschen genau, wie so ein Schülerlotse, ne? Genau. Der zeigt so, yo, Leute, hier geht's lang. Ich breche noch weitere Rekorde. Also richtig cocky. Ja, richtig cringe. Ich habe irgendwo auch gelesen, der hat irgendwie 200 einzelne Singles jeweils immer in den Top 100 gehabt. Also insgesamt ist schon echt krass, ne? Ich meine, und davon waren ja auf jeden Fall auch safe wahrscheinlich die Hälfte der Singles auf Platz 1. Obwohl, das wäre ein bisschen unlogisch, ne? 100 Singles auf Platz 1. Obwohl, ich weiß nicht, bei Drake ist alles möglich. Aber ich weiß nicht, der Mann ist ja schon ein Vollblutmusiker, oder? So, also die Musik ist eigentlich nicht schlecht, sag ich mal. Ja. Ne? Ist jetzt, live ist er halt mega, ne? Mega auf krass. Jeden Fall. Ich habe ihn auch schon zweimal live gesehen, war schon sehr, sehr cool. Aber ich finde, mit diesen Sachen, mit denen er sich immer so ein bisschen ins Rampenlicht rückt, ist so ein bisschen wie der alte Kanye. Ne? Der Als Kanye immer so, zum Beispiel bei den MTV Music Awards auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat so, ey, Taylor Swift, du hast ihn eigentlich gar nicht verdient, den Award. Ich finde, Beyoncé hätte ihn gewinnen sollen. So, das erinnert mich so ein bisschen. Ja. Und jetzt disst er halt diese Legenden, Alter. Ich meine, so aus Liverpool, das geht eigentlich gar nicht klar, ne? Das war ja früher eine ganz andere Zeit. Wie viele Tracks haben die rausgebracht, die Beatles? Und wie viel bringt er raus? 12 Millionen, keine Ahnung. Das ist ja Ahnung, gar kein Vergleich. Und vor allen Dingen, Drake lässt ja produzieren. Ich meine, er macht ja keine eigenen Beats, glaube ich. Und die haben halt alle selber gespielt, ne? Ja. Da war einer an der Gitarre, einer am Schlagzeug. Und alle vier haben auch, glaube ich, sogar noch gesungen. So, Drake, du bist eine Person, das sind vier Personen. Pack dir mal einen Kopf, Junge, was ist los mit dir? Egal. Ja, gut. Next. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema für heute. Wir haben ja das erste Thema schon krank auseinandergenommen. Und zwar macht Adidas jetzt gemeinsame Sache mal wieder mit Nice Kicks zum 50-jährigen Geburtstag von Woodstock. Woodstock, habe ich mir sagen lassen, von dir heute Morgen noch, wurde abgesagt. Wurde gecancelt. Wurde gecancelt, also der Geburtstag wurde gecancelt. Warum? Nicht der Geburtstag, das Festival. Ah, das Festival, genau, ja klar. Es sollte drei Tage lang quasi für alle umsonst sein. Ja. Ich weiß nicht, ob die Musiker bezahlt werden sollten. Wahrscheinlich nicht, deswegen wird es gecancelt. Aber wer soll das denn bezahlen, ey? Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ein bisschen schade. Es wäre, glaube ich, echt ziemlich cool gewesen. Klar, die meisten von euch haben Woodstock wahrscheinlich nicht selbst miterlebt. Ich auch nicht, ne? Natürlich nicht, so alt bin ich auch nicht. Aber das war halt damals diese Kultur, wo auch die Klamotten selber gemacht wurden. Und darauf beruht ja auch der Schuh. Super Überleitung gerade übrigens. Shoutout an mich selber. Diese Dye-Batik-Geschichte. Genau, und das ist jetzt auch wieder auf dem Schuh wiederzufinden. Finde ich nicht schlecht. Ich persönlich finde nur, hätte man letztes Jahr oder vor zwei Jahren rausbringen können müssen, jetzt so Ultra Boost, ja. Das ist ein bisschen over. Ja, also ich finde es cool, das Ding. So, das erste Mal haben die ja auch dann den NMD gemacht. Da war ja auch dieselbe Technik, diese Batik-Technik drauf. Auch mit einer Gamsohle. Und diesmal kommt er auch wieder mit einer Gamsohle. Das finde ich ganz, ganz cool, so ein bisschen so als Referenz. Mhm. Das haben die auch geschrieben, dass die Gamsohle jetzt nochmal dran gemacht haben, um an die erste Kollabo zu erinnern halt quasi. Ansonsten so ein leicht durchsichtiger Cage. Und halt dann das Konsortium Branding, meine ich, auf der Monosock-Zunge. Ja. Ist ganz cool, aber... Hätte vielleicht eine andere Silhouette nehmen sollen. Ja, eine modernere, ne? Irgendwie... Oswego. Oswego vielleicht, ne? Lexikon 94. Also irgendwie, aber naja.
Könnt ihr uns auch gerne mal in die Comments schreiben, wie ihr den Schuh findet, wie ihr generell den Ultra Boost findet oder welche Silhouette euch von Adidas momentan mehr reizt. Würde mich echt mal interessieren, da ja auch andere Brands gerade extrem krank mit vielen, vielen Sachen auf dem Markt preschen. Gerne mal einen Kommentar lassen, lesen wir uns auf jeden Fall safe durch. Machen wir weiter mit den upcoming Releases, wie immer alle Releases, auch die, die nicht bei Air Few stattfinden. Let's go! Am 16.08. kommt der Air Max 1 Schematic, der so ein bisschen angelehnt ist an Tinker Hatfields Zeichnung zum Air Max 1. Der wird 149,95 € kosten und gibt es auch bei uns. Jawohl, findest du gut? Also die Serie? Ich fand den Sketch to Shelf ein bisschen besser. Okay. Den mit dem Schematic erinnert mich zu sehr an Off-White, ich weiß nicht. Ja, gibt es ja in Weiß und in Schwarz, aber ich glaube, Schwarz ist exklusiv bei Nike und bei Tier Zero Händlern. Machen wir weiter mit dem Air Jordan 1 Release Madness. Und zwar kommen jetzt drei Air Jordan. Der Beginn ist am Freitag mit dem LA to Chicago, kommt am 16.08. bei uns ausnahmsweise mal wieder In-Store First. Habt es vielleicht gesehen bei Insta, ab Mittwoch, ab heute startet dann auch das Campout bzw. die Checks. Dann kommt am Samstag, den 17.08. der Air Jordan 1 Saturn Red Toe für die Mädels. Kommt bei uns via Raffle. Dazu kommen wir aber gleich in den A Few Insights. Und der letzte der 3er bzw. 1er Serie, aber der 3 Jordan 1er, ist der Defiant im Tour Yellow Colorway. Wie gesagt, Unboxing dazu gemacht. Kommt auch am 17.08. wird dann auch bei uns released via Raffle. Mehr dazu in den A Few Insights natürlich. Was für dich dabei bei den drei Jordans? Der LA to Chicago ist nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Ich skate zwar nicht, aber ich würde den dann trotzdem irgendwie runterrocken. Ja, auf jeden Fall. Aceton, rippen. Ach Quatsch, nein. So nur rocken. Okay. Finde ich auch, glaube ich, von den dreien am coolsten. Und danach natürlich der Tuyelle und der Saturn ist halt für Mädels. Ne? Also, ja, leider. Aber eigentlich nicht schlecht. Vor allem, weil, wie gesagt, der halt nur hinten diesen Saturn hat und nicht full. Ja, ich könnte mir den zum Beispiel holen, ne? Der wird es wahrscheinlich bis 43 geben. Der Mann mit US 8. 8 kann auch Frauenschuhe tragen, ich nicht. Aber sind sehr schmal. Kommen wir zum Adidas ZX 6000, nachdem letzte Woche der ZX 5000 gekommen ist. Der ZX 6000 kommt diesmal in so einem Cream Colorway wie der OG, so ein bisschen vergilbt. Wird 119,95 € kosten. Kein schlechtes Ding. Wer auf ZX-Serie steht, ja, der wird sich dran freuen. Ja, auf jeden Fall. Kommt jetzt, wie gesagt, am Samstag, am 17.08. Und da kommt jetzt jede Woche ein ZX. Ich glaube, nächste Woche dann der 7000er, genau, kann man ja schon 7000. Sagen. Und danach der 9000er. Dazu werden wir auch eine Kleinigkeit machen. Genau, finde ich eigentlich ganz cool. Ist ja diese 30th Anniversary-Serie. Und als Fan, aber auch als Nicht-Fan, finde ich, kann man sich ja schon mal so ein Stück Geschichte kaufen. Ja, finde ich gut, dass sie die OGs wiederbringen. Ja, auf jeden Muss Fall. Nicht immer alles neu sein. Ne? Nee, finde ich auch nicht. Ja. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Release dieser Woche. Zwei Release, Kyrie 5 Featuring oder Ex SpongeBob Schwammkopf. Einmal der SpongeBob Colorway und das andere Mal der Patrick Star Colorway. Kommt am 17.08. wird wahrscheinlich dann auch via Raffle bei uns released. Genau, und ich finde das eigentlich ziemlich nice umgesetzt, muss ich sagen. Also der Swoosh ist ja so... Ja, wie so ein Schwamm, ne? So genau, richtig so wavy, so wie SpongeBob halt so drauf ist. Ja. Und die Farben sind halt auch mega nice angepasst, ne? Also das Gelb von dem SpongeBob und das Rosa von Patrick. Und die Sohle halt wie seine Pants, ne? Wie seine... Genau. Also echt. Was trägt er da? Seine Latzhose. Finde ich super. Auch das Merch, beziehungsweise nicht Merch, sondern die Klamotten, die dazu kommen, kriegen wir jetzt nicht. Aber ich finde die Klamotten echt fresh und... Ja, mit dem SpongeBob und Thaddeus am Arm, ne? Nice, kann man auf jeden Fall machen. Hast du ein Favorite diese Woche für dich? Tatsächlich würde ich mir den LA to Chicago holen, wenn ich den natürlich bekomme. Auch mein Favorite diese Woche. Ansonsten blenden wir euch wie immer alle Schuhe ein, wo es sie zu kaufen gibt, wie teuer die sein werden und wie ihr die kaufen könnt. Und damit kommen wir zum letzten Thema dieser Woche, den Few Insights. Und damit sind wir beim letzten Thema für diese Woche und zwar den A Few Insights. Wie schon vermehrt jetzt in den News angesprochen, unser neues Raffle-Release-System. Viele von euch fragen sich jetzt bestimmt, warum jetzt so ein Raffle-Release? Aber ich weiß nicht, ob ihr es diese Woche mitbekommen habt. Unsere Seite war, muss ich mich auch für entschuldigen,
zwei, dreimal down. Ja. Aber warum? Weil wir halt unglaublich viele Angriffe, beziehungsweise doch Bot-Angriffe, ja, Bot-Angriffe halt, ne? auf unserer Seite hatten. Und die Leute halt versucht haben, mehrfach Paare von bestimmten Releases abzugreifen, um diese vermutlich zu resellen. Also ich will jetzt hier niemanden irgendwie was Böses unterstellen, aber die Vermutung liegt ja nahe. Und das ist auch der Grund, warum wir uns überlegt haben, es diese Woche mit einem Raffle-Tool zu probieren. Das heißt, ihr packt eure Größe in den Warenkorb, aber da ist nicht mehr das Warenkorb-Zeichen, sondern das Raffle-Button-Zeichen, genau, ein Raffle-Button. Mhm. Dann werdet ihr weitergeleitet, gebt eure Daten dort ein in diesem Raffle-Tool und mit etwas Glück habt ihr dann die Möglichkeit, diesen Schuh zu kaufen. Somit versuchen wir auf jeden Fall den dauernden Angriffen entgegenzuwirken, denn ihr könnt euch auch vorstellen, es ist nicht dann irgendwie so, wenn um 9 Uhr morgens ein Release ist, okay, jetzt sind die Bots dann um 5 nach 9 zu Ende. Nee, nee, die Bots, die versuchen bis 13, 14 Uhr die Seite abzugrasen und normale Kunden können einfach 4 Stunden gar nicht mehr auf die Seite zugreifen. Deswegen einfach nur... Ne, ja, selbst wir können ja nicht mehr auf die Seite. Selbst ich komme nicht auf die Seite. Und ich brauche echt Links, um Instagram-Posts vorzubereiten. Spinnt ihr eigentlich? Naja, kein Front, aber es muss mal gesagt werden. Und ich glaube, dass wir damit auf jeden Fall erstmal den richtigen Weg gehen. Könnt ihr uns auch gerne mal in die Comments schreiben, was ihr für eine Release-Option am besten findet. Wie jetzt zum Beispiel der LA to Chicago, den wir am Freitag in-store first releasen. Wenn das für euch die erste Wahl ist, gerne mal einen Comment droppen. Wenn euch ein Raffle am meisten gefällt, gerne mal einen Comment droppen. Oder wenn euch einfach ein normaler Release, wo ihr mit Bots kämpft, gefällt, dann einfach auch mal einen Comment droppen. Ich hoffe, das ist nicht der Comment, den ihr hier raushaut. Ja, und damit sind wir für heute schon wieder durch. Mein Gott. Dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne kommentieren. Ich habe euch ja mehr als genug Fragen gestellt. Abonniert unseren Kanal. Glocke anmachen, damit ihr keines unserer Videos verpasst. Und ich sag schon mal danke, DeLong, dass du so tatkräftig hier mich unterstützt hast. Und damit sehen wir euch schon wieder raus. Bis nächste Woche. Peace, Leute.